Die Alliierten haben den Tschechen genehmigt, strategische Punkte in den Sudetenländern militärisch zu besetzen. Mehr Banden als diszipliniertes Militär ziehen die tschechischen Legionäre von einer deutschen Stadt zur anderen, besetzen mit Gewalt das Rathausgericht, die Post. Sie plündern die Höfe friedlicher Bauern und berauben sie ihres Korns, ihres Viehs und berauschen sich am Wein, den sie von ihnen erbrechen. Gib her! So nehmt uns doch nicht unser Vieh! Lasst uns noch unser Korn! Ehrlose Bürger und Bürgerinnen bluten unter den Kolbenstößen und Bajonettstichen. Was schaust du? Da hast du! Nein! Ah! Beamte und Offiziere werden gleich vielen anderen, die Deutsch-Österreich gedient haben, von den Tschechen wegen Landesverrat festgenommen und in den berüchtigten Kasematten am Spielberg Brünn festgehalten. Festnehmen! Frauen, Mädchen und Kinder, die wiederum wegen wichtiger Anlässe der Prügelstrafe zugeführt. Komm her! Du willst nicht? Na warte! Sie werden an Kopf und Händen niedergehalten, die Frauen in schamloserster Weise entblößt, unter den Augen der tschechischen